Freunde, da sich viele von euch gewünscht haben, prank ich heute mal wieder den lieben Kontergeist. Der ist auch gerade hier auf unserem Server, ihr seht, VIP Kontergeist. Und da dachte ich, ist das doch die perfekte Situation, ihn ein zweites Mal zu pranken. Das erste Mal kam sehr gut bei euch an, deswegen jetzt hier nochmal. Also Freunde, ich habe einen wunderschönen Befehl, das ist der /sudo-Befehl. Damit kann ich Kontergeist Befehle ausführen lassen. Das heißt, ich werde jetzt sudo Kontergeist und dann MSG, das Skyfly, du Arschloch oder so eingeben. Dann bekomme ich diese Nachricht, ziehe ihn auf den durchrasten Teamspeak hoch und frag ihn mal, was das soll. Und dann schauen wir mal, wie Lukas reagiert. Ich kann mir vorstellen, dass er richtig schön ausrastet. Okay, Freunde. /sudo Kontergeist. Kontergeist. Deine Videos. Achso, sudo Kontergeist. MSG The Skyfly. Deine Videos sind scheiße. Lösch dich. Okay, Freunde, ihr seht schon. Er hat es mir jetzt geschrieben. Kontergeist zu dir, deine Videos sind scheiße, lösch dich. Und dann schreiben wir noch hinterher. Geh aus dem Team, du Arsch. Da wieder das MSG vergessen. MSG The Skyfly. Geh aus dem Team, du Arsch. Und jetzt, also das geht ja so nicht, ne? Das kann er mir ja nicht einfach schreiben. Ich move ihn jetzt mal hoch. Tut mir leid an der Stelle, Lukas. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht zu übel, du hast es aber verdient. Buddy was moved to your channel. Er ist gemutet. Hey. Lukas. Hey, du wolltest aufnehmen, ne? Ich frag mich eher, was das gerade soll, was du mir in-game geschrieben hast. Ach, du meinst das, was ich dir in-game geschrieben habe? Ja. Ja, weiß ich nicht. Ich hatte eigentlich gerade mal so Lust drauf. Hä? Was? Das zu schreiben. Wie, du hattest Lust drauf, mir zu schreiben, dass meine Videos scheiße sind? Und dass ich aus dem Team gehen soll? Ja, ich das jetzt, schon. Ich hatte das noch so in der Zwischenablage und ich dachte, ich schick dir das halt einfach mal so. Also ich finde das jetzt echt nicht so korrekt, ja. Also so, das ist das... Hä? Ja, ist halt so, willst du noch aufnehmen oder nicht? Hä, Lukas? Also so, keine Ahnung, hast du das jetzt wirklich geschrieben oder wie? Also ich meine das gerade ernst, das wurde mir in-game wirklich, also du hast Kontergeist, das Skyfly, deine Videos sind scheiße, lösch dich, geh aus dem Team, du Arsch. Ja, natürlich habe ich das so geschrieben, das ist ja kein Bug, oder denkst du durch Rasten buggt? Was? Wieso kommst du jetzt mit, also hä, keine Ahnung, du bringst dich gerade vor aus dem Konzept. Ja, das Konzept wollen wir jetzt aufnehmen oder nicht? Hä, ja, eigentlich wollte ich ja jetzt gerade schon mit dir aufnehmen, aber irgendwie... Ich verstehe nicht, warum du mir sowas schreibst. Naja, weil es einfach so ist, ne? Hä, Lukas, was geht denn hier gerade ab, Junge? Alter, Junge, also... hä, ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen soll. Du hast mich vor aus dem Konzept gebracht. Warte mal, kurz. Mikrofon muted. Konzept? Freunde. Ich weiß jetzt nicht, was losgeht, aber irgendwie läuft dieser Prank gerade nicht so, wie er soll. Alec? Was geht hier ab, Freunde? Irgendwie, er hat das ja nicht geschrieben, ich habe das ja geschrieben, ich weiß jetzt nicht, warum er das so sagt, keine Ahnung. Microphone activated. Jo. Was geht hier gerade ab? Was meinst du? Warum schreibst du mir Arschloch? Was? Was? Piss dich von Dura? Ja, weil du es auch machen sollst, so. Also, so langsam wird es halt echt nicht mehr Lust. So, keine Ahnung, also Lukas jetzt so eine Front, ne? Ich wollte dich gerade pranken, so, ne? Ich habe den Sudo-Befehl benutzt, das hast du... Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, wahrscheinlich schon, aber... Du schreibst es ja gerade so von selber, ne? Also, piss dich von Dura und so, das habe ich ja nicht geschrieben. Welcher Sudo-Befehl? Das habe ich dir geschrieben, bist du blöd? Ja, das hast du mir geschrieben, aber nur weil ich /sudo Kontergeist, das Skyfly, MSG, das Skyfly und dann diese Nachricht eingegeben habe. Nicht, weil du sie selber geschrieben hast, das ist dir vielleicht aufgefallen. Natürlich habe ich die selber geschrieben, BTF. Digga, also so, keine Ahnung. Gerade eben haben wir noch Wünsche erfüllen aufgenommen, da ging noch alles voll klar. Es war noch voll lustig so. Aber jetzt so, keine Ahnung. Also ich wollte dich gerade halt. Ich,
wollte dich jetzt gerade pranken, aber ich verstehe nicht, was jetzt so ein Problem ist. Das, ich weiß nicht, ob du mir das jetzt übel nimmst oder so, aber das war halt jetzt nicht böse gemeint, sorry. Ja, wir müssen ja auch nicht aufnehmen, ist ja egal. Andere Aufnahme kannst du auch löschen. Was ist denn jetzt los mit dir? Als ob ich jetzt die andere Aufnahme lösche. Naja, du benutzt ja meine Stimme dort drin, ne? Ja, und? Finde ich eigentlich nicht so geil. Was? Du findest es nicht so geil, dass ich deine Stimme benutze. Warum nimmst du dann mit mir auf? Naja, ich wollte halt einfach mal so dabei sein, aber ich kann das Video ja melden, Digga, oder? Wenn du das hochlädst. Prankst du mich gerade? Kann sein, dass das hier ein Prank ist. Was für ein Prank? Ich schreib dir, du bist ein Arschloch und so und du denkst ernsthaft? Du prankst mich hier, ne? Locker. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du das ernst meinst. Keine Ahnung. Ich glaube, ich miet mich jetzt erstmal so. Hey, warte. Alter, was ist denn los mit dir? Wartet, entspann dich. Meine Mutter kommt gerade, deswegen ich mit mich. Aber du kannst ja schon mal. Also das Ding ist, ich werde das Video dann melden, wenn du das hochlädst. Du wirst das Video melden, wenn ich es hochlade. Junge! Alter, jetzt... Digga, Lukas, ich nehme gerade mit Kontergeist, also dem Lukas von OP-Sucht auf. Und keine Ahnung, irgendwas ist, der ist, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Gerade habe ich noch mit dem Windscheffeln aufgenommen, ne? Da war noch irgendwie alles cool so und jetzt ist er voll so, keine Ahnung, er fühlt sich wie das letzte Arschloch so auf, verstehst du? Er sagt so, ich soll mich von Durchrasten verpissen und wenn ich das Video hochlade, dann strikt er das und so. Keine Ahnung, hast du da irgendwas mitgekriegt, ob es ihm vielleicht scheiße geht oder so? Also, keine Ahnung, ich komme darauf gerade echt nicht klar. Ich bin wieder da. Willst du jetzt noch aufnehmen oder nicht? Du hast doch gesagt, du strikst meine Stimme eh weg. Von was? Hä? Nee, ich strike nicht deine Stimme, ich strike meine Stimme. Aber warum willst du dann mit mir aufnehmen? Ja, keine Ahnung, ich habe Langeweile gerade. Du hast Langeweile gerade. Ja? Ja. Ich weiß halt echt nicht, was ich davon jetzt gerade so halten soll. Also ich weiß nicht, ob dich das pisst gemacht hat, dass ich dich gerade pranken wollte so. Aber eigentlich dachte ich halt, keine Ahnung, wäre ganz cool so. Ja, Junge, wenn du mich hier einfach prankst oder pranken willst. Was? Nur weil ich dich pranke, rastest du aus? Das ist jetzt nicht dein Ernst, Junge. Oder? Junge, du guck bist mal, wir kennen so uns jetzt. Ein Arschloch. Was? Alter, Lukas, jetzt mal real. Wir kennen uns seit 2 Jahren. Denkst du, ich kauf dir das ab, dass du jetzt auf einmal sagst, wenn ich dich pranke, dass ich ein Arschloch bin und dass du damit nicht einverstanden bist? Also, das kann ja nur ein Prank von dir so sein. Ich weiß doch nicht, warum du das jetzt so schnell gecheckt hast, ob das so offensichtlich war. Ich hab da echt keinen Bock mehr drauf, so auf diese Scheiß. Buddy disconnected from your channel. Hey Lukas, jetzt ohne Witz, tut mir leid, falls ich das jetzt so. Du weißt schon, also ich wollte dich jetzt echt nicht so triggern, falls du gerade ein bisschen gestresst bist. Ich weiß ja, dass du viel zu tun hast zurzeit. So. Komm halt nicht mehr vorne. Ich dachte, halt wäre eine ganz coole Sache. Ich wollte dich jetzt damit nicht. Buddy was moved to your channel. Ja. Hast du meine Sprachnachricht gehört? Du hast mir eine Sprachnachricht abgeschickt. Ja, also, sorry, es tut mir halt echt leid, falls ich dich jetzt irgendwie so getriggert haben sollte. Das war nicht meine Absicht. Wäre echt schade, wenn unsere Freundschaft daran zerbrechen würde oder irgendwie drunter leiden würde. Irgendwie nicht wegen YouTube oder Minecraft. Es ist halt komplett Müll wegen diesen ganzen Gepränken. Ja, okay. Echt überhaupt kein Bock mehr drauf. Warte, ich spiele das jetzt ab. Ja, du weißt nicht. Ja, ist halt Bullshit. Scheiß Gepränke. Ja, okay, sorry. Ich werde dich nicht mehr pranken. Ich dachte halt so, guck mal, du hast mich auch geprankt, so. Ist eine ganz coole Sache, so. Macht Spaß, gefällt dir den Zuschauern, verstehst du? Ja, aber soll ich dir mal was sagen, so? Was? Ich finde das halt scheiße, ne? Aber... Was? So prank! Was? Das Ding ist, denkst du wirklich, du hast selber gesagt, wir kennen uns seit 2 Jahren, denkst du wirklich, dass ich wegen einem Prank so
Busse. Junge, ich wusste halt echt nicht, was hier gerade abgeht. Ich hab das... Oh, Junge. Das Ding ist... Alter. Das Ding ist, kann auch sein, dass du immer noch verwirrt bist. Ich bin im Kopf noch nicht ganz richtig jetzt so. Ich dachte gerade echt, ich hab irgendwie richtig was falsch gemacht oder richtig was verkackt, Junge. Junge, du hast dich ja so richtig schlecht gefühlt, so, obwohl ich eigentlich das Arschloch war. Ja, aber das Ding ist, an der Stelle, warte ganz kurz. An der Stelle möchte ich mich einmal bei Lukas bedanken, dass du mir gesagt hast, dass er mich hier heute pranken will. Alter Lukas. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall gänzlich schief gegangen. Und ja, wie gesagt, schaut gerne auf mein Insta vorbei und ciao. Alter, Lukas, Alter. Aber guck mal, so als ich, ich bin immer noch komplett verwirrt. So als ich angefangen habe und du einfach so gesagt hast, ja, das habe ich geschrieben und so. Ich war so komplett verwirrt und aus dem Konzept, dass ich gar nicht richtig weiterreden konnte, Alter. Ich hab's gewählt. Alter, Junge, du hast mich so verwirrt. Das war wieder ein anderes Level von Prank, Junge. Ich weiß nicht. Das Ding ist, hast du weiter aufgenommen oder hast du die Aufnahme dann gestoppt? Hey, ich hab gar nicht mehr an OBS gedacht. Ich hab nicht mal daran gedacht, dass das überhaupt noch läuft, Junge. Ich saß hier rum, hab Sprachnachrichten an Lukas geschickt, hab an dich Sprachnachrichten geschickt. Junge, was ging denn? Vor allem, ich kann das ja nicht sagen. Ist, ich hab das auch gehört, dass du Sprachnachrichten an Lukas geschickt hast. Ich hab das du auch. Du saßt ja die ganze Zeit vorm PC. Ja! Ah, Junge! Alter. Ich kann nicht mal sagen, das kriegst du zurück, weil eigentlich wollte ich dich jetzt pranken. Aber scheiß drauf, das kriegst du trotzdem zurück. Boah, Lukas, ey. Nee, wir sind für heute quitt. Du wolltest mich pranken, ich hab dich geprankt. Oh, Alter, ey, das geht nicht. Okay, Freunde, schaut auf meinem Instagram-Account vorbei, ist in der Videobeschreibung verlinkt und ihr könnt es auch nicht mehr hören, aber kommt auf meinen Discord, sofort, okay? Danke. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben. Da würde mich auf jeden Fall freuen. Auch ein Abo wäre echt cool. Schaut auch bei Kontergeist vorbei. Ist in der Videobeschreibung verlinkt, denke ich mal. Weiß ich noch nicht, wenn ich nicht mehr pisst auf ihn bin. Wir sehen uns beim nächsten Video übermorgen wieder. Bis dahin und tschüss. Ciao.